Sehr herzlichen Dank, Professor Steinbach. Das war eine geballte Ladung, nicht nur an Einschätzung und Analyse, sondern da waren ja auch schon zahlreiche konstruktive Vorschläge enthalten. Sie haben mir diesen geäußert, im Grunde nach einer Antwort aus Israel jetzt auch schreien. Trotzdem würde ich gerne weiter so vorgehen, wie das zunächst geplant war, nämlich jetzt zunächst mal den Hauptangeklagten hier zu Wort kommen zu lassen. Nein, Professor Lanischer ist natürlich nicht Angeklagter hier, aber ich würde Sie sehr bitten, uns etwas zu dem zu sagen, was Professor Steinbach hier schon angerissen hat, ein adäquates Bild des Iran, vielleicht können Sie dazu uns was sagen. Und behalten Sie bitte im Hinterkopf, es schwebt auch hier im Raum, denke ich, beständig die Frage im Raum, ob Iran, was will der Iran, will er nicht doch letztendlich die Bombe, Ist die Akustik hier besser als vorher? Ja. Okay, und man kann sich trotzdem verstehen. Eigentlich brauche ich gar nichts mehr zu sagen, nachdem Udo Steinbach schon so vieles gesagt hat, dem ich auch inhaltlich eigentlich nichts hinzuzufügen habe, aber ich will trotzdem in drei kurze Punkte machen. Und, zum einen den Hintergrund unserer westlichen Strategie gegenüber Iran erläutern, also die sogenannte Zwangsdiplomatie. Zum zweiten will ich ein bisschen näher auf Sanktionen eingehen. Und zuletzt einige Worte verlieren in puncto Lösungsaussichten, obgleich Professor Steinbach das auch schon angedeutet hat. Und dann natürlich zuletzt auf iranische Motivation auch eingehen. Was in der Öffentlichkeit überhaupt nicht diskutiert wird, ist, gut, natürlich sehr vieles, aber was hat, ist unsere, wie man unsere eigene Strategie gegenüber Iran zu bezeichnen hat. In den diplomatischen Studien wird der Begriff der Zwangsdiplomatie benutzt, coercive diplomacy, was mehr mit Zwang als mit Diplomatie gemeint hat. Zwangsdiplomatie bedeutet, dass man den politischen Opponenten dazu nötigt, das zu tun, was man gerne will. Ja? Also man setzt den politischen Opponenten so sehr unter Druck, dass dieser dann zur Konzession bereit ist. Und das war von Tag 1 eigentlich die diplomatische Strategie des Westens. Natürlich zunächst der Bush-Administration und dann später durch die Amerikanisierung der europäischen Iran-Diplomatie dann auch die Politik der Europäischen Union gegenüber Iran. Mit anderen Worten haben, glaube ich, viele Leute auch von ganz am Anfang, also vor nunmehr fast 10 Jahren schon gesehen, dass es eventuell zu dieser Sackgasse notwendigerweise Führung wird, falls man so eine Strategie verfolgt. Denn diese Strategie ist nicht auf einen Interessenausgleich gemünzt, sondern auf eine de facto Kapitulation Irans. Und hier zitiere ich Christoph Erdmann, der das in einem Artikel für Zeit Online vor einigen Wochen so beschrieben hat. Es ist kein Interessenausgleich, wo legitime Interessen auf der Gegenseite, auf der iranischen Gegenseite, Berücksichtigung finden, sondern es geht um unsere Interessen, die durchgesetzt werden sollten. Worum es beim Iran-Konflikt geht, ist natürlich zum einen die Atomfrage. Also Iran hat ein atomares Projekt, was unter Inspektionen steht, der Internationalen Atomenergieagentur. Der Westen, allen voran Israel, vermutet die Verfolgung eines Atomwaffenprogramms, was bis dato jedoch nicht bestätigt worden ist, auch vom Geheimdienst und Militärseite, sowohl in Israel als auch in den Vereinigten Staaten. Zum anderen geht es in dem sogenannten Iran-Konflikt um Regionalpolitik, weil geopolitisch natürlich zuvorderst vor den arabischen Revolten war Iran natürlich die Macht, der Staat in der Region, der einfach nicht mit dem Westen zusammengearbeitet hat. Das heißt, wenn man sich die Region angeschaut hat, waren das allesamt westliche Verbündete,
die Türkei hat mehr oder weniger eingeschränkte Politik, die dann eine bestimmte Grenze gemacht war und ist natürlich nach wie vor Mitglied der NATO. Der Iran nach der Revolution 1979 ist natürlich da ausgeschert und war seitdem ein Dornenkorn, geopolitisch gesehen. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Sodass es auch um Regionalpolitik geht. Es geht darum, dass der Westen gerne möchte, dass Iran in vielen Fragen in der Region sich den westlichen Interessen nähert. Aber Iran, aufgrund seiner Geschichte, auch aufgrund der Revolution, hat sich vorgenommen, eine unabhängige Außenpolitik zu machen, die eigentlich gegen amerikanische Hegemonie in dieser westasiatischen Region ist und insbesondere im Persischen Golf. Die Zwangsdiplomatie hat, weil sie es versäumt hat, die legitimen Sicherheitsinteressen der Gegenseite, und mit legitimen Sicherheitsinteressen meine ich, dass es aus iranischer Perspektive ein Sicherheitsdefizit gibt, das sich verschärft hat im Zuge der neokonservativen Kriege der letzten Dekade, durch die vermehrte militärische Präsenz der Amerikaner in der Region. Natürlich wurden beide Nachbarländer von den Amerikanern besetzt, Irak und Afghanistan. Dieses Sicherheitsdefizit hat Bestand nach wie vor. Zum anderen gab es Bestrebungen seitens der amerikanischen Regierung, auch einen verdeckten Krieg zu führen. Und dieser verdeckte Krieg ist dokumentiert, der seit 2004 existiert. Das sind die Unterstützung von terroristischen Gruppen in strategisch wichtigen Grenzregionen Irans. Hinzu in letzter Zeit, das haben wir jetzt in den Medien gehört, kam es dann zu Mordaktionen gegenüber iranischen Wissenschaftlern, wohinter Israel und die USA vermutet werden und dann natürlich auch verschiedene Sabotagen und Akte gegenüber das iranische Atomprogramm. Das Ausbleiben einer Konfliktlösung hat dazu geführt, dass der Konflikt stetig eskaliert ist. Weil nämlich der Iran nicht das gemacht hat, was wir gerne von ihm gesehen hätten. Und dann haben wir immer wieder den Druck erhöht, insbesondere den Sanktionsdruck erhöht, wohingegen es anfangs hieß, ja, wir würden gezielt Sanktionen auflegen, sprechen mittlerweile westliche Politiker offen darüber, dass diese Sanktionen verkrüppelnde Natur sind, also lähmende Natur, crippling sanctions. Und diese Sanktionen, darauf habe ich halt in erster Linie eigentlich mein Augenmerk gerichtet, sind katastrophal. Egal, wie man es aus welcher Blickwarte man es betrachtet, sei es jetzt in puncto Konfliktlösung, Entwicklung oder Demokratie. In puncto Konfliktlösung sind sie natürlich kein Zuckerbrot. Ja? Sie sind Teil des Druckpotenzials, wodurch man sich verspricht, dass die Iraner sich bewegen. Ja, dass die Iraner beispielsweise das Atomprogramm aussetzen. Und das Sanktionsprogramm ist mittlerweile hat ein gigantisches Ausmaß. Ja, es hieß ja, dass Sanktionen ein quasi Zaubermittel seien, mit dem man das Wort Böse enthaupten könne. Ja, im iranischen Kontext wurde das Böse dann mit den Revolutionsgarden identifiziert. Also eine Armee quasi, eine militärische Organisation, die mittlerweile auch politisch und ökonomisch an sehr große Macht gekommen hat. Bloß haben die Sanktionen, und das haben wir auch in den anderen Ländern gesehen, wenn man sich diese Sanktionsliteratur anschaut, nicht die Herrschenden unter Druck gesetzt, sondern die Zivilbevölkerung. Die Herrschenden haben immer Ressourcen und Wege, um nicht den Preis der Sanktionen zu bezahlen, sondern diesen Preis der Sanktionen abzuwälzen auf die Zivilbevölkerung. Sodass eigentlich Sanktionen autoritäre Regime nicht zum Sturz bringen, sondern sie helfen der Lebensdauer. Sie erweitern die Lebensdauer autoritärer Regime.
Und das ist nicht nur im Falle Irans der Fall, sondern war auch in den 90er Jahren natürlich mit dem Sanktionsregime gegenüber Irak und Saddam Hussein zu beobachten. Sodass auch im iranischen Kontext es dazu gekommen ist, dass Teile der Herrschenden durchaus auch teilweise von Sanktionen auch profitieren konnte, relativ gesehen. Während aber die zivile Wirtschaft und die zivile Bevölkerung sehr stark den Preis von Sanktionen zu zahlen hatte und zu zahlen hat. Iran ist eigentlich das einzige Land weltweit, das praktisch isoliert ist vom internationalen Finanz- und Bankensystem. Das bedeutet, dass keinerlei wirtschaftliche Transaktion eigentlich mehr möglich ist. Und dann haben wir jetzt natürlich, wir haben eine Sanktion, ein Boykott der iranischen Zentralbank, seit der Jahresende und was im Übrigen auch nicht so ganz mit dem Völkerrecht zu vereinbaren ist. Ich glaube, die Legalität der Sanktionen ist auch ein wichtiger Punkt. Ich habe mir das mal genau angeschaut. Und zwar Sanktionen, es gibt in der völkerrechtlichen Diskussion da keine Einigung. Aber es gibt einige Prinzipien, einige Kriterien, die aufgestellt wurden, wonach beurteilt werden kann, ob Sanktionen rechtmäßig sind oder nicht. Und das Wichtigste dieser Kriterien, die man sehen kann, ist, inwieweit Sanktionen die soziale Infrastruktur eines Landes torpedieren, ja, also die Social Fabric eines Landes ins Visier nehmen. Weil sie das tun, dann sind sie wahrscheinlich nicht mit dem Völkerrecht zu vereinbaren. Und im iranischen Falle sieht man an verschiedenen Berichten, die wir jetzt auch zu Sanktionsfolgen haben, was ich in einem längeren Artikel für Hintergrund dargestellt habe, also im Gegensatz zu den Netzen umsonst da ist. In verschiedenen wirtschaftlichen und auch verschiedenen Bereichen des Lebens in Iran kann man die Sanktionsfolgen sehen. Es gibt eine grassierende Inflation, die noch durch die Sanktionen verstärkt wurde. Es gibt tägliche Preissteigerungen, auch an Nahrungsmitteln. Gleichzeitig und dadurch, dass die Wirtschaft nicht mehr bestimmte Importe tätigen kann, kommt es zu Fabrikschließungen, kommt es dann dementsprechend zu höherer Arbeitslosigkeit und so weiter. Und falls diese Importe dennoch zustande kommen, wird geschmuggelt natürlich, muss man eigentlich den illegalen Weg gehen, weil das, was Sanktionen eigentlich gemacht haben, um es kurz auszudrücken, es ist, Sanktionen haben den legalen Handel legalisiert. Den legalen Handel haben sie illegalisiert. Also alles, was eigentlich legal war, das Wirtschaftsverkehr und so weiter, haben sie illegalisiert. Weil beispielsweise gesagt wurde, ja, das sind Dual-Use-Sachen, die auch eine militärische Komponente haben und so weiter und so fort. Aber dass es so nicht wahr ist, kann man auch der Wirtschaftsklasse in Deutschland sagen. Das heißt, Sanktionen haben dazu, und deswegen, weil Sanktionen so einen starken Druck ausüben auf die Zivilbevölkerung, und sie haben auch eine humanitäre Komponente, dass beispielsweise mittlerweile Getreidelieferungen nicht das Land erreichen können, weil die Iraner einfach nicht mehr finanziell dafür aufkommen können, weil die Bankkanäle gesperrt sind. Bis hin zu, dass bestimmte Medikamentenknappheit herrscht infolge von Sanktionen. Also all das, was wir dann auch natürlich in stärkerem Ausmaße im irakischen Kontext beobachten konnten, passiert nun, wenn man das gut beobachtet, im Iran genauso. Das bedeutet, dass in Bezug auf Entwicklung, sozioökonomische Entwicklung, Sanktionen ein Hindernis sind. Sie sind auch ein Hindernis in puncto Konfliktlösung, weil sie nicht helfen, den Konflikt beizulegen, sondern eher zu seiner Verschärfung beitragen. Und sie sind auch der Demokratie abträglich, weil sie nämlich auf lange Sicht die Zivilgesellschaft zermürben werden.
Also auf lange Sicht, falls dieses Sanktionsregime so weiter bestehen sollte, ja, und mittlerweile sind ja auch andere nicht-westliche Großmächte, die daran profitieren, durch dieses Sanktionsregime, China und Russland beispielsweise. Was es weiterhin so bestehen sollte, also dass wir halt innerhalb dieser latenten Kriegsgefahr weiterleben sollten, ja, dann besteht die Möglichkeit, dass es früher oder später gar keinen mehr Anschluss wie Gesellschaft gibt. Ja, also nicht mehr diese plurale Zivilgesellschaft, wie wir sie kennen, eigentlich erstmal. Und das ist eine der Szenarien, die ich für möglich halte. Das bedeutet, es ist eine Zermürbung der Zivilbevölkerung, eine allmähliche Auslöschung der Zivilgesellschaft und gleichzeitig eine Stärkung der gegenwärtigen Machtkonfiguration. Das zweite Szenario ist, dass man früher oder später in einen Krieg steht. Ja? Weil auch eine Konfliktlösung ausgegeben ist, weil die Verhandlungen beispielsweise in Mitte Mai in Bagdad auch nicht zu einer Frau kommen sollten. Das ist halt weiterhin Druck macht, dass die Amerikaner mehr schlecht als recht dagegen halten können. Dass Europa sich indifferent zeigt, dass wir mit einer Eskalation, die es ja auch zu erwarten, weil ab Juli soll es ja auch von der Europäischen Union ein Ölembargo geben gegenüber Iran. Und da darf man sehr gespannt sein, was denn passiert in einem ohnehin hochmilitarisierten Persischen Golf. In puncto Öllieferung und so weiter. Das bedeutet, das zweite Szenario, ja, früher oder später kommt es zu einem Krieg. Dessen Folgen natürlich unvorhersehbar sind und das ohne Zweifel, ohne jetzt alarmistisch zu wirken, die ganze Region in Flammen setzen kann. Und auch natürlich globale Folgen haben würde in Bezug auf die Weltwirtschaft. Das dritte ist, dass es zu einem Umdenken kommt, dass man versteht, dass die westliche Zwangsdiplomatie ersetzt werden muss durch eine Diplomatie, die wirklich diesen Namen verdient. Das heißt, ein langwieriger Prozess, in dem es einen Interessenausgleich zwischen den Kontrahenten gibt. Und dafür gibt es allerlei Optionen und Möglichkeiten und Wege, die mehr oder weniger auf dem Tisch liegen, die man aber dann auch von westlicher Seite aufgreifen sollte und muss, indem man auch die iranischen Interessen, legitimen iranischen Interessen auch in die Rechnung hineinnehmen sollte. Das bedeutet, es ist eine Umkehr, würde eine Umkehr der westlichen Iran-Politik sein, und diese Umkehr der westlichen Iran-Politik ist meines Erachtens, müsste auch eingebettet sein in einer Umkehr der Diskussion über Iran. Ja, dass man sieht, dass diese Politik, die wir gegenüber dem Land geführt haben, nicht etwa das gebracht hat, was uns die Politiker versprechen, dass die iranische Zivilgesellschaft dadurch gestärkt wurde und dass es für Demokratie ist und so weiter, sondern genau das Gegenteil ist passiert. Genau das Gegenteil ist passiert in den letzten 10 Jahren. All jene, die halt als Partner dazu favorisiert werden in den Iran, wurden durch unsere Politik gestärkt. Das heißt, die Stärke der westlichen Zwangsdiplomatie liegen vor uns. Das bedeutet, dass mittlerweile das Aspekt nicht nur das, auch das Ahmadinejad auch ein Teilprodukt westlicher Politik gewesen ist im Atomstreit. Ja. Weil nämlich die Reformregierung Khatami mit den Amerikanern kooperiert hatte in Bezug auf den Afghanistan-Konflikt. Und dann als Dank dafür George W. Bush den Arm auf die Achse des Bösen gesetzt hat. Was wiederum dann die Reformer eigentlich das Ende bedeutet hat auf dem außenpolitischen Parkett, weil man denen gesagt hat, ja, wir können gerne mit den Amerikanern verhandeln, aber das bringt euch nichts. Die Amerikaner werden trotzdem ihre Politik weitermachen. Sodass eigentlich die Hardline gestärkt wurden und daraus kam das Programm an den Schatten. Und mittlerweile ist das politische Spektrum mit deren Linken eingeengt auf die politische Rechte. Und die Zivilbevölkerung, die Zivilgesellschaft hat immer wieder sich gegen Sanktionen ausgesprochen, aber gleichzeitig hört man einige Stimmen sehr gerne aus der iranischen Zivilgesellschaft,
eigene Politik vielleicht etwas wagen, dann hört man am besten nicht. Das bedeutet, und ich hoffe, dass es zu diesem dritten Szenario kommt, ja, dass es halt ein Unmächtigkeit innerhalb der politischen Ebene, aber auch innerhalb der gesellschaftlich-öffentlichen Ebene. Und ich glaube, über die iranische Motivation im Atom oder in Bezug auf Atomwaffen vielleicht gleich noch was. Danke.